Zum Thema gleichmäßige Kreisbewegung. In den Tutorials RSM 041 und D5033 haben wir diese gleichmäßige Kreisbewegung im Detail analysiert. Wir haben die Winkelgeschwindigkeit Omega definiert als zurückgelegter Winkel Alpha geteilt durch die dazu benötigte Zeit klein t. Wenn wir eine volle Umdrehung betrachten, dann ist der zurückgelegte Winkel 2 Pi Radiant und die dazu benötigte Zeit, das ist die Periode groß t. Also gilt Winkelgeschwindigkeit Omega gleich 2 Pi geteilt durch die Periode groß t. Wir haben bewiesen, dass die Lineargeschwindigkeit v gleich ist zur Winkelgeschwindigkeit Omega mal Radius der kreisförmigen Laufbahn. Auch haben wir bewiesen, dass der Vektorgeschwindigkeit ständig tangent zur Kreislaufbahn ist. Wir haben auch bewiesen, dass man die Beschleunigung a berechnen kann durch v² geteilt durch r und dass der Vektorbeschleunigung a ständig zum Zentrum der Kreislinie zeigt. Jetzt kommen wir zu Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft, indem wir dieses Experiment beobachten. Durch diese Kordel zieht die Hand diesen Eimer zum Zentrum des Kreises hin. Das ist die Zentripetalkraft, das ist die Aktionskraft. Durch das zweite Gesetz von Newton wissen wir, dass diese Zentripetalkraft gleich ist zu Masse mal Beschleunigung. Also zeigt diese Zentripetalkraft, genau wie die Beschleunigung, immer zum Zentrum der Laufbahn hin. Durch diesen Drehschwung zieht der Eimer an dieser Kordel und das zur Außenseite des Kreises. Das ist die Zentrifugalkraft, das ist die Reaktionskraft auf diese Aktionskraft. Durch das dritte Gesetz von Newton wissen wir, diese Zentrifugalkraft, Reaktion, ist genauso groß wie diese Aktionskraft, diese Zentripetalkraft. Beide Kräfte sind gleich groß, aber genau entgegengesetzt, also der Vektor Zentrifugalkraft zeigt immer zum Äußeren des Kreises. Wir wissen, dass beide Kräfte dieselbe Stärke haben und durch das zweite Gesetz von Newton wissen wir, diese Kraftstärke ist gleich zu m mal a, Masse mal Beschleunigung. Aber a ist gleich v² geteilt durch r. Also ist diese Kraftstärke gleich zu m mal v² geteilt durch r. Wenn wir hier V durch Omega mal R ersetzen, dann können wir durch eins der beiden Rs streichen und somit finden wir, dass diese Kraftstärken gleich sind zu M mal Omega Quadrat mal R. Wenn man die Kordel loslässt, so verschwinden Zentripetalkraft und Zentrifugalkraft sofort. Und der Eimer befindet sich wegen dem Trägheitsgesetz sofort in GGB und das tangent zur Kreislinie hin, tangent zu der Laufbahn.